Die SPD fällt im Insa-Sonntagstrend der Bild am Sonntag auf den niedrigsten Wert seit 4 Jahren. Mit 13% hat sie sich im Vergleich zur Bundestagswahl im September 2021 halbiert. Die Ampelparteien kommen zusammen auf 31%, 21% weniger als bei der Bundestagswahl. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist erstmals offiziell im Sonntagstrend vertreten und erreicht auf Anhieb 7%. Die meisten Stimmen verlieren die sonstigen Parteien. Für eine Regierungsbildung würde dies laut Insa-Chef Hermann Binkert bedeuten, dass, Zitat, parlamentarische Mehrheiten erst mit über 45% möglich sind. Der Grund, Zitat, 10% der Stimmen gehen an Parteien, die an der 5%-Hürde scheitern, so Binkert zur Bild-Zeitung. Auch Schwarz-Rot und Schwarz-Grün würden mit jeweils 43% die parlamentarische Mehrheit verfehlen. Möglich wäre hingegen eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP und eine Deutschland-Koalition aus Union, SPD und FDP. Diese kämen zusammen je auf 48%. Eine Kenia-Koalition aus Union, SPD und Grüne käme sogar auf 56%.